Das allererste Mal, dass die Flagge vor Ihnen in die Höhe geht und dass Sie jetzt in ein Radsport-Event hineinstarten. Wir beginnen schon zu applaudieren, liebe Zuschauer, und sehen auch, dass ein paar von Ihnen ganz schön hurtig loslegen. Der Mann im grünen Trikot, der junge Bursche, dreht sich da auch um, hat schon ja, fast die Farben des Peter Sagan an. Peter konnte ja in dieser Saison schon zum 7. Mal das grüne Trikot bei der Tour de France gewinnen. Hans Knapp jetzt da und die 33 hier vorne, das ist der Felix Schöberl. Moment, wird lauten, auf die Plätze, fertig, los. Keinen Frühstart, da ziehen wir ein paar Sekunden ab. Aber ganz streng in Wels. Fertig, los! Und man sieht schon, wer richtig Rennerfahrung hat. Der junge Bursche, den ich vorher interviewt habe, ist als schnellster weggekommen und reiht sich jetzt auch gleich an der Spitze ein. Toller Start von Lukas Schmidberger in Richtung Raiffeisen-Emblem. Er freut sich über den heutigen Tageserfolg. Marc Hirschläger. Und hier wird gespurt, der Johannes Heiden gegen Lukas Schmidberger. Und Heiden ist fertig. Start. Und damit beginnen auch wir zu applaudieren. Hopp, 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 hopp. Die erste von zwei Runden ist gestartet. Und das mit einem, man kann es wirklich so sagen, Ortskaracho. Unglaubliche Rennen. Letzte am Wochenende solo gewonnen und gewinnt hier in Wels. Und auf Rang 2 kommt hier Niklas Wiesmeier. Fährt für den Erzeges Kirchen. Er selber kommt aus Schmidberger. Und hier das beste Mädchen, Konstanze Strasser. Und hier wird um die Plätze gespurtet. Entschuldigt bitte, dass ich aber der Herr Direktor muss nachher zu sehen. Das ist ja ganz klar. Danke vielmals. So, danke. Jetzt GGW bitte. Okay, Bellstrom. Los geht's, 30 Runden Damen Grand Prix in Wales. Das Feld ist unterwegs, liebe Fans, und zieht jetzt auch entlang des in der Spitze Silberkämpfe, Geschwindbergers, Zara Radodic, also die Favoritinnen, machen das Tempo. Wir haben Runde 19, jetzt kommen die Fahrer da in die 20. Runde, dann kommt es schon langsam in das letzte Drittel. Die Niederösterreicherin, die Freundin, Lebensgefährtin von Gregor Mühlberger hat jetzt angegriffen, meine Damen und Herren. Und versucht ihr das Tempo hochzuhalten. Mühlberger eröffnet den Sprint und sie gewinnt! Katrin Schweinberger und du hast Tempo weiter, direkt vor Christina. Ja, Wahnsinn, Katrin Schweinberger gewinnt vor Christina Schweinberger und die siebenfache kroatische Zeitfahrmeisterin, sechsfache Straßenmeisterin Mija Radonic auf der 3. Die Siegerin von 2014, Beate Zahner, auf der 4 und auf der 5, damit auch noch bei der Siegerehrung Hanna Hermanowska, die 8. der tschechischen Straßenmeisterschaft. Oh,
Sportunterhaltung. Die Sportler sind auf dem Kurs und wir haben uns jetzt gleich mit richtig viel Karacho absolut von Sport. Auch unsere Kinder, wir haben natürlich dafür gesorgt, dass das Ding nicht so richtig abfängt, sondern zwischendurch. Achtung, 100 Euro Prämie zur Verfügung gestellt von Antikmöbel Hess. Kulturstil für alle, die das Besondere suchen, auf 50.000 Quadratmeter im Netz. Michael Kogi hat nicht zu viel auf der Bühne versprochen, als er uns verraten hat, gleich angreifen zu wollen. Der Flexinger Fredo Kogi, jetzt gemeinsam mit Sebastian Schulz. Ja, teilweise schon seit Jahren Hauptsponsor hier im Netz. Schlimmer Rutschig, die 100 Euro Prämie von Raiffeisen. So, und jetzt geht's in die Ausscheidungsrunde. Also die letzten beiden. Es geht also darum, wer jetzt in der nächsten Runde das Feld verlassen muss. Die letzten beiden müssen leider aus. Jetzt ist was ganz Interessantes passiert. Vincenzo Nibali hat die Lücke nach vorne geschossen. Damit ist jetzt taktisch eine hochinteressante Situation eingetreten. Ein Felbermeier-Profi vorne, Nibali vorne und zusätzlich auch von Bora Hansgrohe, Felix Großschander. Das heißt, die stärksten Teams dieses Kriteriums haben jetzt jeweils einen Sportler an der Spitze. Und das kann schon bedeuten, dass hinten vielleicht das Tempo ein bisschen einschläft. Ist das schon die Gruppe, die sich hier den Sieg untereinander ausmacht? Achtung, Fahrer, nächste Runde. 100 Euro Prämie. 100 Euro Prämie für diese Spitzengruppe Raiffeisen, meine Bank, ihr wichtigster finanzieller Nachversorger in Oberösterreich und Partner des Sports, gibt es jetzt diese 100 Euro Prämie. Und vorne Nibali, Grinze, der Vorjahressieger und Felix Großschatner, der Glocknerkönig des Jahres 2015. Wer am Ende vorne liegt, falls sie sich tatsächlich zu dritt diesen Erfolg untereinander auspacken. Ja, und Vincenzo Nibali jetzt wieder gespurtet, 100 Euro Prämie an Matthias Kripczek von Raiffeisen, meine Bank. Er ist 10 Kilometer vor dem Ziel solo angegriffen, ist dann leider wieder eingeholt worden. Auch bei Lüttich, was von dir Lüttich, einer der großen Frühjahresklassiker, hat er mal probiert, sich schon 20 Kilometer vor dem Ziel allein abzusetzen. Ist dann auch kurz vor dem Ende wieder geschnappt worden. Er ist eben keiner, der irgendwie nur mit einem Rettenschieber im Hinterkopf fährt, sondern sich auch immer mal wieder hinauswagt. Genau das Gleiche tut er heute mit dieser Tragung. 12 Sekunden war zuletzt der Vorsprung dieser drei Fahrer. 12 Sekunden fahren einen 46er Schnittwort. Und man hat sich nicht zu viel von ihm versprochen. Vincenzo Nibali, der Doppel-Giro d'Italia-Sieger, zeigt hier seine ganze Klasse. Wer von vorne hat ja auch tolle Zeitfahren im Laufe seiner Karriere hingelegt, kann es also im flachen Tempo machen. Vielleicht kann er dort den Abstand wieder vergrößern. Großschartner versucht ranzukommen. Kritzek hat eine kleine Lücke. Herr Kritzek und Björn Eisel versucht jetzt hier dieser Gruppe zu enteilen. Björn Eisel
der hier schon dreimal gewonnen hat. Und vorne hat der Matthias Kitzer jetzt etwas den Anschluss verloren. Nibali und Großschartner ist dran am Sizilianer, ist dran am Hinterrad und das wird ein spannendes Finale. Ja, da bin ich gespannt. Im Sprint sehe ich da eventuell leichte Vorteile für Nibali. Und Marco Haller will es dahinter auch mal wissen. Fährt raus Patrick Konrad, der österreichische Staatsmeister, auf seinem Hinterrad. Hier bei uns werden. Die Luca war dabei, Samuel war dabei, Basso war dabei und Nibali kann jetzt vielleicht gleich dieses Wälzer in den Stadtrat kriegen und gewinnen. Er fährt an der zweiten Position. Großschartner vorne, die Spannung steigt. Das wäre der dritte ausländische Erfolg in Wels, wenn Nibali gewinnt. Aber Felix Großschartner, der möchte natürlich auch hier ganz oben stehen. Und schaut euch an, da fährt keiner mehr im Windschatten des anderen. Da wird aktiviert, müssen Sie aufpassen, dass Matthias Kitzek da nicht noch einmal herankommt. So, jetzt ist er wieder drin im Windschatten. Nibali, Kurve, ist passiert, Nibali von vorne. Vincenzo Nibali will von der ersten Position aus das Kriterium gewinnen. Wir beginnen schon zu applaudieren, liebe Zuschauer. Nibali, ganz rechts außen daneben, Großschartner. Felix Großschartner ist vorne. Felix Großschartner gewinnt. Sieg für Bora Hansgrohe. Sieg für den Oberösterreicher. Hier in einem unglaublichen Duell mit Vincenzo Nibali konnte und hat dann am Ende im Schlusssprint die Nase vorne gehabt. Liebe Zuschauer, jetzt bringen wir gemeinsam Wels zum Boden und zum Beben. Hier kommt der Sieger des Tages, hier kommt Felix Großschartner! Und der Günther Stadelberger.